Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf und diesen Vortrag halten darf. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Jürgen Eppmeier. Ich bin seit 12 Jahren bei der Robert Bosch GmbH, bin seit 2013 jetzt der Verantwortliche für die Bosch Experts Organization. Das mache ich aber nicht ganz alleine. Also ich bin zuständig für die Weiterentwicklung und für die ständige Aktualisierung, für die Umorganisation und so weiter von dieser Bosch Experts Organization. Wie gesagt, heute Abend hier ist auch der Lothar Meyer, ein Kollege von mir. Wir machen das zu zweit, das Ganze. Und ich denke, der Herr Meyer wird dann nachher auch Fragen beantworten und so weiter, je nachdem, wie die Diskussion laufen wird. Wie gesagt, Bosch Experts Organization, das ist das Thema heute Abend oder kurz gesagt BEO, wie wir es bei Bosch nennen. Am Anfang würde ich gerne noch was sagen zu Bosch allgemein. Den meisten Zuhörern wird es wahrscheinlich bekannt sein. Also es sind ungefähr 390.000 Mitarbeiter bei Bosch weltweit. Es gibt 4 Unternehmensbereiche, in denen das Unternehmen organisiert ist. Es sind mehr als 440 Tochter- und Regionalgesellschaften, die dazugehören, in rund 60 Ländern aktiv. Und mit allen Vertriebs- und Dienstleistungspartnern ist Bosch also wirklich präsent in fast allen Ländern der Erde. Was die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten betrifft, also hier jetzt ein Bild von Renningen, das ist das Hochhaus in Renningen, was vielleicht auch schon einige gesehen haben. Da sind es 59.000 Forscher und Entwickler, die aktiv sind bei Bosch in ungefähr 120 Standorten weltweit. Alle zusammen in einem großen Netzwerk. Bosch ist natürlich das führende internationale Technologieunternehmen. In den letzten 6 Jahren hat Bosch mehr als 27 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Und unser Ziel ist also, innovative, nutzbringende und begeisternde Produkte zu entwickeln, um die Lebensqualität zu verbessern. Also Bosch Technik fürs Leben. Den Spruch haben die meisten wahrscheinlich schon öfter gesehen und gehört. Jetzt vielleicht kurz zu der Abteilung, zu der wir gehören. Das ist eine zentrale Abteilung, die sich im Prinzip ja mit der Beschaffung, der Bereitstellung und der Verteilung von technischem Wissen und technischer Information beschäftigt. Hier als eine Art U-Bahn-Fahrplan oder Karte dargestellt, sind die Tools und Dienstleistungen, die wir anbieten. Das geht los. Ich weiß nicht, ob meine Maus zu sehen ist. Ich hoffe. Mit Trainingsangeboten zu unseren Tools und Dienstleistungen. Ich kann nicht alles erwähnen, aber es geht hier zum Beispiel um Normmaster. Das sind also alle wichtigen Normen, die wir brauchen für die Produktentwicklung, die dort versammelt sind. Think Tank. Das ist bei uns ja, eigentlich die Bibliothek, die wir noch haben. Hier steht BEO als Tool. Wir haben Search Support steht hier. Das sind Recherchedienstleistungen, um in ganz besonderen Datenbanken nochmal zu suchen. Also nicht nur im Internet allgemein bei Google, sondern spezielle Datenbanken, die wir lizenziert haben für spezielles technisches Wissen. Techport ist ein Tool, was wir betreuen, was die Entwickler leitet. Feber sind Forschungs- und Entwicklungsberichte, auch eine Datenbank, die wir betreuen. Und so weiter und so weiter. Hier Purchasing ist der Einkauf von Studien und Fachinformationen. Think Tank Talks sind Vorträge, die wir koordinieren, die auch Bosch-weit gestreamt werden. So wie heute Abend dieser Vortrag. Es ist also eine bunte Mischung aus, wie gesagt, Wissen und Informationen, was wir verbreiten und was wir als Dienstleistung bereitstellen. Und jetzt würde ich gerne auf einen Teil dieser Dienstleistung eingehen, und das ist BEO, die Bosch Experts Organization. Ja, seit 20 Jahren gibt es das schon, seit 20 Jahren immer aktuell. Ich werde nachher noch darauf eingehen, wie es da angefangen hat. Ja, das, was wir den Leuten immer klar machen, ist, dass bei Wissen natürlich unterschiedliche Arten von Wissen gibt. Einmal das explizite Wissen, das ja, ganz einfach niedergeschrieben werden kann, sozusagen auch nachgelesen werden kann. Und dann gibt es natürlich das implizite Wissen, hier als Codifiable Tacit Knowledge und Uncodifiable Tacit Knowledge bezeichnet. Da kann man also einen Teil davon vielleicht noch erfassen und für andere verfügbar machen. Und das Ganze ist natürlich das, was ja, die Expertise unserer Mitarbeiter ist, unserer Kollegen.
was in den Köpfen drin ist und das, was sie können und wissen. Und wie gesagt, das Explizite kann man gut dokumentieren. Und bei den anderen beiden Arten, da wird es schon schwierig mit der Dokumentation und auch mit dem Erwerb von diesem Wissen sozusagen. Ja, warum sollte man Wissen teilen? Da habe ich einfach mal ein paar Sachen rausgesucht. Also zum Beispiel einfach, um ökonomisch zu arbeiten. Also das ist hier ein ganz nettes Zitat von Konfuzius. Also man kann, also der weise Mann kann auf drei Arten handeln. Er kann einfach nachdenken und kann so die Probleme lösen. Das ist der nobelste Weg. Als zweites könnte er nachmachen. Das ist der einfachste Weg, von anderen lernen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man seine eigenen Erfahrungen macht und einfach lernt durch Probieren. Und das ist unter Umständen ein bitterer Weg. Ja, wir brauchen das eigentlich auch, das Teilen von Wissen, um die richtigen Entscheidungen zu machen. Da würde ich hinterher noch drauf eingehen. Das ist auch das, was wir unseren Leuten öfter klar machen. Und hier von Linus Karl Pauling. Also man muss viele Ideen haben, wenn man weiterkommen will. Und dann muss man halt wissen, ja, welche sind die guten und die nicht so guten am besten beiseite lassen. Und wir brauchen das natürlich auch für Innovationen. Ja, Fortschritt entsteht durch den Austausch von Wissen, hat Einstein schon gesagt. Und das sind auch genau, ja, die Ansichten, die wir vertreten. Ja, BEO, die Bosch Experts Organization, ist jetzt eine Möglichkeit, Wissen zu teilen. Einfach weil, wie gesagt, hier das Wissen der Kollegen in den Köpfen ist, wie bei dem Eisbergmodell, was wir vorhin gesehen haben. BEO ist eine Möglichkeit, diese Experten und das Wissen sichtbar zu machen, und zwar über ganz Bosch. Es ist ein schneller Weg, um neue Lösungen zu finden und natürlich, um das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden und zu gucken, was andere vielleicht schon für Lösungen parat haben. Und insofern ist BEO halt Kernelement für das Wissen teilen in der Bosch-Gruppe. Ja, hier vielleicht noch ein kleines Bild, um klarzumachen, warum das einfach auch für Entscheidungen wichtig ist, Wissen zu teilen und Wissen weiterzugeben. Wenn man hier unten, hier wo meine Maus ist, ist die Zeitachse sich vorstellt und hier nach oben auf der Y-Achse einfach die Entscheidungssicherheit, dann habe ich hier verschiedene Bereiche. Der untere Bereich, wenn ich wenig Sicherheit habe, dann ist es einfach raten, was ich mache, wenn ich jetzt eine Entscheidung fällen muss. Hier weiß ich schon ein bisschen mehr, da ist es dann abwägen, da kann ich mir schon so ein bisschen die Konsequenzen ausmalen. Und wenn ich richtig viel weiß, dann kann ich einfach zwischen Alternativen wählen. Dann weiß ich schon, okay, wenn ich das mache, dann wird das rauskommen. Wenn ich das mache, dann wird es so. Und hier kann man einfach, wenn man sich diese Kurve jetzt vorstellt, hier als das ansteigende Wissen über die Projektlaufzeit sozusagen. Also ich fange an zu arbeiten und weiß erstmal nichts. Ich mache meine Versuche, Untersuchungen, ich arbeite und weiß immer mehr. Dann ist das vielleicht eine Kurve, die ungefähr so ansteigt. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ganz am Anfang des Projekts einfach auf Wissen zurückzugreifen, Lessons learned oder ähnliches, von ähnlichen Projekten und habe die Möglichkeit, hier ein Startwissen zu haben und komme einfach, so kann man sich das vorstellen, mit der Kurve weiter nach oben hier und fange dann schon hier oben an, in einem anderen Bereich Wissen zu erwerben und dazu zu lernen während der Projektlaufzeit. Und wenn ich dann irgendwann hier einen Entscheidungszeitpunkt habe, das ist hier zum Beispiel, dann bin ich gleich in einem anderen Bereich und möchte natürlich hier so weit wie möglich in diesem Bereich kommen, wo ich eine gute Entscheidungssicherheit habe. Das ist also das, was wir den Leuten immer wieder klarzumachen versuchen, warum auch dieses Startwissen ganz wichtig ist. Die Geschichte von BEO, wie ist BEO entstanden? Wie gesagt, es heißt 20 Jahre BEO. 96 ging es los. Hier ein Deckblatt von dem ersten Heft, von der ersten Publikation, die es gab, wo die kam in 98 raus. Kompetenznetzwerk hieß das Ganze. Hier sieht man den Zeitstrahl, also Juli 1996 ging es los. Dort ist man gestartet mit dem Kompetenznetzwerk Montagetechnik, hieß es damals. Was sich dann weiterentwickelt hat, ein Jahr später, das war also ein Teil der Fertigung, des eines Fertigungsbereichs. Ein Jahr später hieß es dann schon Kompetenznetzwerk Fertigungstechnik. Da wurde man schon ein bisschen allgemeiner. Und ja, dann ging es weiter. Dann hat man eine Kompetenzmatrix erstellt, also mit allen
Kompetenzen, die dazugehören, die in diesem Netzwerk vorhanden sind. Dann wurde es allgemein zur Fertigungstechnik ausgedehnt. Dann ging es weiter. Hier 2000 hat sich auf die Regionalgesellschaften ausgedehnt. Software kam dazu. Das war 2001. 2002 wurde es dann boschweit erkannt und hat dann auch, sag ich mal, die Förderung der Geschäftsführer bekommen. Dann ging es mit Standardisierung weiter. Ich komme nachher noch auf eine Folie, wo noch weitere wichtige Schritte drauf zu sehen sind. So hat sich das Ganze, die ganze Idee also weiterentwickelt. Und das ist praktisch die Entwicklung vom Kompetenznetzwerk zu BEO. Heute heißt das Ganze Bosch Experts Organization. Ja, was gehört jetzt heute zu BEO, zu der Bosch Experts Organization? Das sind einmal die Experten, die BEO-Experten. Das sind Leute, die einfach gutes Wissen, gute Fertigkeiten haben in einer oder in mehreren Themenfeldern. Sie können vorgeschlagen werden von Kollegen. Es gibt also so eine Art gelbe Seiten, wo die dann drin versammelt sind, wo man die auch finden kann, wenn man nach Schlagworten sucht. Die sind in der Lage, also natürlich innerhalb ihrer Kapazität, die sie haben, über ihre Bereiche hinaus auch zu helfen. Die kann man also kontaktieren und fragen, kannst du mir aber gerade da und da helfen oder dies erklären? Dann ist das möglich. Und wie gesagt, sind gut zu finden in Bosch Connect. Bosch Connect ist also die interne Social Collaboration Plattform, die wir haben, die auf IBM Connections beruht. Wir nennen es Bosch Connect. Und dort haben diese Leute, die als BEO-Experten eingetragen sind, dieses Label, was man hier sieht, das steht dann hier drin, so blau hervorgehoben, BEO-Expert. Das ist also ein Teil von BEO, das sind die Experten. Ein zweiter Teil sind die Robert Bosch Centers of Competence, die ja einfach von gegründet werden von Stakeholdern über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg. Also das ist auch, ja, die Robert Bosch Centers of Competence sind Expertenorganisationen über Unternehmensbereiche hinweg, über die Linienorganisation hinweg. Sie werden von Stakeholdern gegründet aus unterschiedlichen Bereichen. Sie haben eine Geschäftsordnung, nach der sie funktionieren. Sie haben ja, bestimmte Kapazität und ein Budget bekommen sie auch. Sie bekommen also bestimmte Ziele, dass sie bestimmte Sachen erreichen sollen. Typische Arbeiten, typische Aufgaben, die sie haben, sind also ja, Gestaltungsrichtlinien zu erstellen, Normen zu erstellen, Methoden bereitzustellen, Tools und Trainings auch bereitzustellen, in der Technologieplanung zu unterstützen und auch eine Ordnungsfunktion auszuüben. Die dritte Säule von BEO sind einfach Working Groups oder Communities. Das ist sowas Ähnliches wie ein Center of Competence. Es ist nur selbstorganisierter und hat nicht so strenge Regeln und hat keine Geschäftsordnung. Aber die Idee dieser Bereich, dieses bereichsübergreifenden Austausches, die haben wir auch dort. Das sind wieder Teilnehmer aus allen Bereichen, sind selbstorganisiert, wie gesagt, organisieren sich in den Communities auf unserer Social Collaboration Plattform und werden von uns unterstützt, um eventuelle Startschwierigkeiten zu überwinden. Ja, wie wird man BEO-Experte? Das ist so ein kleiner Prozess, der dazugehört. Also wie gesagt, es kann eigentlich jeder Mitarbeiter jeden anderen vorschlagen. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, mit jemandem zusammengearbeitet hat und sagt, okay, das war eigentlich ganz gut, das war jetzt ein super Experte in dem und dem Gebiet, das war eine gute Zusammenarbeit, dann kann er einfach diesen Kollegen, an den er da denkt, als BEO-Experten vorschlagen. Er macht einfach einen Eintrag in eine Datenbank, das geht ganz einfach. Er muss den Namen wissen von dem Kollegen, schreibt das Themenfeld dazu, das Themengebiet, für das der Kollege da als Experte in Erscheinung getreten ist und schickt das praktisch ab. Das ist ein kleines Tool, was das ermöglicht. Dann bekommt dieser benannte Kollege, der kommt dann bekommt eine E-Mail und steht drin, Hallo Herr XY. Sie wurden als BEO-Experte vorgeschlagen. Also wer das jetzt gemacht hat, steht nicht drin. Aber dass er vorgeschlagen wurde und für was. Und dann gibt es einen Link in der E-Mail. Da kann er draufklicken und sieht dann, was dort die Einträge sind, also was mit seinem Namen verbunden ist, welches Themenfeld mit ihm assoziiert wird. Er sollte dann mit seinem Chef oder seiner Chefin sprechen, ob das in Ordnung ist, dass er als BEO-Experte bekannt wird. Weil wir gerne hätten, dass er einen gewissen Teil, es kann auch ein ganz kleiner Teil sein, seiner Kapazität für diese Aufgabe zur Verfügung stellt. Das muss der Chef dann hinterher bestätigen sozusagen.
Wir schreiben da standardmäßig 10% rein, aber das kann man editieren, da kann man auch 5 draus machen oder noch kleiner, je nachdem, wie der Chef das sieht. Wenn das dann in Ordnung ist, dann kann der Experte, wie gesagt, diesen Link benutzen, kann das Ganze nochmal editieren, kann eventuelle Rechtschreibfehler korrigieren, kann vielleicht noch mehr hinzufügen, kann sagen, ja, eigentlich ist es ja so und so, dieses Themengebiet, kann also diesen Eintrag richtigstellen in der Datenbank. Wenn er das dann bestätigt hat, dass es alles so passt, dann bekommt der Chef automatisch eine Mail mit dem Hinweis, dass der Mitarbeiter als BEO-Experte eingetragen wurde. Er kann das auch nochmal angucken, was da eingetragen ist in der Datenbank. Bekommt dann zusätzlich angeboten, zu wie viel Prozent der Kollege zur Verfügung steht. Das bestätigt er auch. Dann wird es abgespeichert und dann ist der Eintrag fertig. Und dann ist der Kollege praktisch als BEO-Experte eingetragen und boschweit sichtbar. Das heißt, man kann dann suchen nach ihm, das sehen wir ja nachher noch, unter anderem auf der Social Collaboration Plattform, die wir haben, in Bosch Connect, oder auch in diesem Enterprise Search Tool, was wir haben, was einfach über alles sucht, was es bei Bosch gibt. Das heißt, der Prozess beruht eigentlich auf, ja, Selbstorganisation und ja, sagen wir mal, das Vorschlagen von Kollegen und den Ruf, den man sich erworben hat durch die Zusammenarbeit mit Kollegen. Und, ja, das habe ich jetzt leider nicht Wie gesehen. viele Experten Bosch im Moment hat? Ja, da kommen wir gleich noch. Es sind ungefähr 3000, die da eingetragen sind. Ein paar Zahlen, die zeige ich gleich noch. Und wie gesagt, die Zustimmung von dem Vorgesetzten ist eben noch notwendig, um eine gewisse Qualität sicherzustellen. Ja, was erwarten wir von den BEO-Experten? Das ist zwar jetzt ein ganz offener und selbstorganisierter Prozess, aber wir sagen den Leuten natürlich schon, also ein paar Sachen erwarten wir schon. Es wäre gut, wenn der vorgeschlagene Kollege dazu in der Lage ist. Das ist also einmal, dass er sich natürlich immer auf dem neuesten Stand des Wissens hält in seinem Themengebiet. Dass er ja nicht nur der Super-Experte ist, sondern auch Sachen erklären kann. Also er muss auch Leuten, die nicht in dem Themengebiet drin sind, das erklären, was er jetzt gerade in der Projektarbeit herausgefunden hat zum Beispiel. Das muss verständlich sein. Dazu sind natürlich auch bestimmte Fähigkeiten notwendig. Ja, er sollte einfach auch auftreten und Verantwortung übernehmen in Geschäftsprozessen, die halt mit seinem Themengebiet zusammenhängen. Ja, er kann auch als Methodenexperte auftreten. Das muss jetzt nicht nur ein Fachexperte sein. Er sollte auch mitarbeiten in Trainings und Kompetenzentwicklungsaktivitäten, wo er für sein Themengebiet dann Beiträge liefern kann. Er sollte mitarbeiten können in der Technologieplanung über Bereichsgrenzen hinweg. Ja, und er sollte natürlich auch, last but not least, einfach in der Lage sein, operativ in Projekten mitzuarbeiten. Also man sollte ihn ansprechen können und sagen, okay, also pass auf, wenn ich dich bezahle, kannst du jetzt in unserem Projekt mitarbeiten als Fachexperte für das Thema XY. Zwischenfrage, werden Ja. die Kosten dann irgendwie weiterverrechnet intern? Genau, die werden intern verrechnet, ja. Wie gesagt, also wenn das die Kapazität, die er sowieso mitbringt, sozusagen, wenn es das übersteigt, dann müssen wir es halt intern verrechnen. Aber im gewissen Rahmen ist es so möglich. Also Telefonate sollten so möglich sein. Das ein oder andere Meeting sollte auch so möglich sein. Und wenn es das übersteigt, dann muss man sich halt einigen. Ja, eine Suche sieht so aus im Moment bei uns. Das ist jetzt über Enterprise Search. Das ist das, was wir den Leuten nahelegen. Da kann man in allen Bereichen suchen. Und zum Beispiel kann man jetzt einfach hier oben das Thema einsuchen, für das man Experten sucht. Hat hier verschiedene Verticals, kann dann hier People aussuchen. Also immer wenn ich Leute damit in Verbindung bringen möchte, dann wähle ich hier People aus, kriege dann eine Liste von Leuten, die gefunden worden sind und irgendwas mit Soldering, also hier mit Löten zu tun haben in dem Fall. Die Leute werden gefunden aufgrund von unterschiedlichen ja, Kriterien, Tags und so weiter, die natürlich vergeben werden auf der Social Collaboration Plattform. Unter anderem aber auch aufgrund der BEO-Expertise, die natürlich dort im Profil eingetragen wird. Und wenn ich dann nur BEO-Experten möchte und sage, ich suche jetzt wirklich nur die BEO-Experten, dann kann ich hier aussuchen, okay, also zeig mir jetzt bloß die BEO-Experten, dann werden die rausgefiltert. Und dann habe ich eine Möglichkeit, ja, die Leute der Reihe nach zu kontaktieren. Beziehungsweise, wenn ich gezielter suchen will, kann ich natürlich hier noch gucken, welche Abteilung bevorzuge ich jetzt, oder welcher Standort, ja, wenn ich die mal kurz face to face sprechen möchte oder wenn ich zu irgendeinem Unternehmensbereich gehöre, der hier vielleicht schon aufgeführt ist, dann versuche ich erstmal die zu kontaktieren, die zu meinem Bereich gehören.
Ja, das ist die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen. In unserer Social Collaboration Plattform haben wir auch eine BO Main Community, so heißt das. Dort haben wir auch eine Suche bereitgestellt, die nochmal spezieller ist. Dort kann man wirklich nur unter den BO-Experten suchen und auch noch komfortabler, sage ich mal, zwischen den Themengebieten hin und her springen und um dann zu gucken, okay, das klingt so ähnlich, könnte ich auch mal gucken, wer ist das und so. Das ist also noch eine etwas bessere Möglichkeit, da Leute ganz gezielt zu suchen. Dort kann man aber auch die anderen Sachen suchen. Sie sehen hier, das Erste, was am meisten genutzt wird, sind auch die BIO-Experten. Man kann aber auch nach BIO-Communities suchen. Man kann aber auch nach dem Centers of Competence suchen. Das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, die wir den Leuten auch anbieten. Dann gibt es noch etwas, diese Themengebiete, zu denen sich diese Experten zuordnen können, sind im Prinzip eine Taxonomie. Diese Taxonomie nennen wir Bosch Topic Areas, also Bosch Themenfelder, die wir jetzt erweitert haben, die zunächst nur technische Themen beinhaltete und jetzt aber seit letztem Jahr wirklich alle Themen, die es bei Bosch gibt, beinhaltet. Also nicht nur Technologiethemen und Produktthemen, sondern genauso alle Funktionen, die eine Firma braucht, die ein Unternehmen braucht, um Produkte liefern zu können. Also dort sind also genauso, sagen wir mal, Expertisen bezüglich Controlling oder Einkauf oder ja sogar Werksarzt-Expertisen sind dort eingetragen und vorhanden, sodass wir, was wir jetzt sagen können, wir können eigentlich alles, was es bei Bosch gibt, dieser Taxonomie abdecken und es können sich eigentlich alle Leute bei Bosch, die irgendwie dort arbeiten, als Experten eintragen, wenn es passt. Ja, Bosch möchte sich natürlich als agiles Unternehmen aufstellen, ist dabei und ist auch schon so aufgestellt. Und sagen wir mal, die Sachen, die jetzt wichtig sind für Bosch, um agil am Markt agieren zu können, das hat man mal zusammengefasst. Dazu gehören, ich möchte es jetzt nicht im Detail erklären, weil es natürlich nicht das Thema jetzt dieses Vortrags ist. Also das Führungsverständnis gehört natürlich dazu, die entsprechende externe Perspektive, die Perspektive nach außen und Kunden- und User-Fokus gehört dazu. Hoch vernetzt muss man natürlich zusammenarbeiten, das ist wichtig. Schnelle Reaktionen, schnelle Entscheidungen sind wichtig als agiles Unternehmen. Was aber auch wichtig ist, und das habe ich hier mal herausgehoben, kommt gerade wieder eine Frage. Genau, also gibt es für BEO auch ein Gremium zur Bestimmung der Topic Areas und Koordinierung? Wenn ja, wie setzt sich dieses zusammen? Jein, sage ich dazu. Es gibt, sage ich mal, einen ersten Aufsatz dieser Taxonomie, den wir jetzt geliefert haben. Dadurch, dass wir die Topic Owner sozusagen im Unternehmen abgefragt haben, wie wir die Themen gliedern und einbringen sollen. Das haben wir also vorgeleistet und die Weiterentwicklung macht die Community sozusagen, ja. Also das entsteht eigentlich im Doing. Wenn sich die Leute als Experten benennen, dann sehen sie ja, ob das passt mit den Themenfeldern. Sie müssen sich ein Themenfeld raussuchen. Und wenn es nicht passt, dann haben sie die Möglichkeit, das Tool ist noch nicht ganz fertig, aber im Moment läuft es über uns, einfach zu sagen, also pass auf, da fehlt was, mein Themengebiet fehlt. Das müsste eigentlich so und so einsortiert werden. Dann kann ich mich als Experte benennen. Kann das irgendwie hier eingebracht werden? Dann werden wir das also schnell einbringen, so wie das vorgeschlagen wurde. Wenn das Tool fertig ist, dann können die Leute das selbst machen. Und sagen wir mal, wir wollen da nicht groß reinreden, wir wollen da keine Zeitverzögerung hineinbringen durch große Review-Aktivitäten. Sagen wir mal, die obersten Ebenen sind sicherlich sehr, sehr schwer zu ändern. Je weiter es nach unten geht, desto einfacher zu ändern ist es. Und desto schneller machen wir das auch. Aber sagen wir mal, die ganz oberen Ebenen, da würde man, sagen wir mal, ein Gremium fragen, ob das in Ordnung ist. Weil diese Taxonomie bis zu einer bestimmten Ebene auch benutzt wird, um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die wir haben, zu gliedern und einfach für das Reporting, ja, für das jährliche Reporting, die Meetings, die da stattfinden, da ist das auch der Schlüssel zur Gliederung. Das heißt, das darf sich nicht so schnell ändern, kann sich aber auch genauso ändern. Wenn es nötig ist, wird auch das geändert, so schnell wie möglich. Da wollen wir einfach flexibel sein und die Sachen so einbringen, wie sie benötigt werden. Und dann gilt auch die Regel, also wenn dann nach 4 Wochen niemand was dagegen gesagt hat, dann ist es auch so drin und wird erstmal so drin gelassen. Wir achten höchstens auf so bestimmte formelle Sachen, Formalitäten, also passt es zur Taxonomie, wird der Singular verwendet und so weiter, kein Plural und so ein paar Sachen, die einfach passen müssen. Aber inhaltlich überlassen wir es der Community,
als Prinzip zur Weiterentwicklung dieser Taxonomie. Genau, ich war bei diesem grünen Thema, was ich hier hervorgehoben hatte. Wir haben aber auch gesagt, dass für Bosch trotzdem, obwohl man agil sein möchte, sind trotzdem effiziente, allgemeingültige Rahmenbedingungen wichtig. Dazu gehören Standards, die einfach ja robust sein müssen. Einfach Plattformen, die man zentral bereitstellen muss, auf denen die Leute auf das Bosch-Wissen zugreifen können, auf alle Daten, die wir irgendwie gesammelt haben. Und natürlich, dass wir nutzerzentrierte, effektive Shared Services anbieten. Das heißt, den Leuten natürlich dort helfen, wo sie Hilfe brauchen. Und unser Beitrag zu dieser Anforderung, die wir haben als agiles Unternehmen, sind die Bosch Topic Areas, ist diese Taxonomie, von der ich gerade gesprochen habe. Denn so kann ich eigentlich sicherstellen, dass bei agilem Arbeiten schnell das Wissen dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Einfach, weil ich die gleichen Begriffe verwende. Ja. Ein Beispiel ist, wenn ich auf Englisch Fuel habe oder so, dann kann ich auf Deutsch sagen, ja, Treibstoff kann ich sagen. Irgendwelche anderen Sachen kann ich dafür benennen. Wir haben die Taxonomie zweisprachig aufgebaut. Das heißt, es gibt einen festen Begriff, den wir dann benutzen für Fuel. Und so kann ich eigentlich sicherstellen, und das kommt jetzt nochmal hier mit der nächsten Folie, dass ich als agile Organisation auch schnell die Leute dorthin bekomme, wo sie benötigt werden. Also hier nochmal das Prinzip für die Agile Collaboration, für die agile Zusammenarbeit. Ich habe Business Opportunities. Wir haben also bei uns auch Plattformen, wo die Leute einfach, das nennt sich Business Opportunities, also Produktideen, sage ich mal, bereitstellen können und sagen können, ich habe eine Idee, man könnte doch eigentlich, wir haben die und die Komponenten bei Bosch, da könnte man das und das Produkt draus machen. Und da bräuchte ich eigentlich bloß die und die Experten, um da, sagen wir mal, noch ein bisschen was zu entwickeln, dann hätte ich eigentlich ein gutes neues Produkt. Das wäre eine gute Idee. Dann muss ich irgendwie die Expertise, die ich da suche, muss ich irgendwie benennen. Und bei diesem Tool, was das macht, da sind zum Beispiel diese Bosch Topic Areas, da ist diese Taxonomie hinterlegt. Da kann ich dann die Begriffe schnell finden. Ich sage einfach, okay, das ist meine Idee. Ich brauche die und die Expertise, so und so viele Leute. Das ist also hier der Vorgang, von dem ich gerade spreche, das Agile Staffing and Sourcing, was ich dann mache, das habe ich hier mal rausgenommen. Die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle bringen. Das heißt, mit meiner Taxonomie habe ich eigentlich hier so eine Kommode, wo in den Schubladen die Templates drin sind, die Begriffstemplates, ja, so heißt das und so heißt das. Hier gegliedert, ganz grob, in vier große Gruppen: Technologie, Methoden, Produkte, Management und Support. Ich sehe gerade eine Frage. Wie schaffen Sie es, dass die Business Opportunity von den Mitarbeitern befüllt wird, also die intrinsische Motivation gehalten wird? Ja, das ist ja die Idee vom Mitarbeiter und sag ich mal, da ist er natürlich gut motiviert, das einmal in diesem Portal anzulegen, bereitzustellen. Das kann dann angeguckt werden, Bosch-weit. Wobei im Moment sind wir noch dabei, das in bestimmten in kleineren Bereichen auszuprobieren. Ja. Das ist schon, sage ich mal, außerhalb von Europa ist es schon mit gutem Erfolg gelaufen. Im Moment machen wir einen Pilot in Deutschland in einem bestimmten Bereich. Und es wurden also wirklich ziemlich viele gute neue Ideen gesammelt über diese Möglichkeit. Ja, die Leute können sich dann bewerben für diese Idee. Ja, die können sagen, oh, das ist ja super, da hat einer eine gute Idee, das ist ein cooles Produkt, da habe ich Lust mitzuarbeiten. Er sucht diese Expertise, das ist genau meine Expertise. Und dann können sie sagen, okay, ich wäre bereit, dort mitzuarbeiten zu dem und dem Prozentsatz. Und so kommt es dann zustande und so kriegt man dann, sag ich mal, die Ressourcen für die Idee zusammen und kommt dann hoffentlich auch zu dem fertigen Produkt irgendwann mal. Und hier nochmal das Prinzip. Ich habe also diese Begriffsschablonen in meiner Taxonomie als Template. Ich beschreibe einmal die Person mit ihrem Wissen mit diesem Begriff und suche natürlich auch für die Aufgabe eine bestimmte Expertise. Und wenn es zusammenpasst, dann habe ich halt die bestmögliche Passung. Ja, hier habe ich nochmal ein paar wichtige Schritte aufgeschrieben seit der Entstehung von BEO, seit dem Ursprung von BEO in 1996. Es gab damals schon, also bevor wir diese Social Collaboration Plattform hatten, gab es damals schon eine Plattform, über die man zusammenarbeiten konnte, über die man netzwerken konnte, Intranet. 2008 sind diese Bosch Areas of Technology dazugekommen. Das waren diese Technologiefelder,
die dazugekommen sind, die wir jetzt Bosch Topic Areas genannt haben, in ihrer ersten Form. Ja, seit 2012 haben wir diese Organisationsform RBCOC, Robert Bosch Centers of Competence, die ich eben beschrieben habe. Seit 2015 haben wir jetzt einen neuen Fokus, der nennt sich Competences. Er löst jetzt Competences den Begriff Wissensmanagement ab. Also wir haben vorher auch von Knowledge Management geredet. Das wurde aber manchmal immer schwieriger. Wir haben es dann auch genannt Knowledge Sharing and Continuous Learning. Das war dann unser Credo und das, für was wir standen. Und jetzt seit neuestem heißt es Competences, was natürlich Wissensmanagement umfasst und ein bisschen weitergeht noch. Ja, und wie eben schon angedeutet, haben wir 2016 die Bosch Topic Areas, unsere Taxonomie, weiterentwickelt, hin auch zu nicht-technischen Bereichen. Und wir sind natürlich auch dabei, sag ich mal, diese riesigen Daten, die wir natürlich haben bei Bosch, mit den ganzen Datenbanken und so, die ich vorhin im Überblick gezeigt habe, die wir betreuen und um die wir uns kümmern, natürlich auch zu nutzen, um Experten zu finden, die sich jetzt nicht selbst als Experte benannt haben. Das kann ja genauso sein. Ja. Da sind wir also gerade dabei, Tools zu entwickeln, um einfach auf diese Daten zuzugreifen, auf Berichte, auf alle möglichen Kommentare in der Social Collaboration Plattform und so weiter, auf Tags, die Leute sich geben, selbst oder gegenseitig, Dokumente, die sie dort ablegen. Und daraus Schlüsse zu ziehen und einfach zu sagen, ja, Moment mal, das könnte auch ein Experte sein zu dem Themengebiet. Der ist zwar nicht benannt als Bio-Experte, aber er hat da einiges gemacht und den könnte man auch fragen. Ja, hier nochmal diese Änderung, die wir da gemacht haben. Hier steht jetzt der Begriff BES. BES ist eine Abkürzung für Bosch Product Engineering System. Das sind also die allgemeinen Richtlinien, nach denen bei Bosch Produkte entwickelt werden sollen. Da versuchen wir also zentral was vorzugeben, dass nicht jeder alles machen kann, sondern dass schon bestimmte Sachen einfach erfüllt sein müssen. Das hatte vorher diese Elemente, die man hier sieht, unter anderem auch Knowledge Management. Das war das alte System, das gehörte alles dazu. Und hier haben wir jetzt das alte Knowledge Management und Competence Management zusammengefasst zu dem neuen Modul Competences. Und die neue Darstellung für das Bosch Product Engineering System ist jetzt das, was wir oben sehen, und da sind wir verantwortlich für das Modul Competences mit unseren Tools und unseren Datenbanken und unseren Strukturen, die wir zentral vorgeben. Ja, natürlich machen wir das nicht alleine alles. Wir arbeiten natürlich auch zusammen mit anderen Unternehmensbereichen, zum Beispiel mit dem Bosch Training Center. Denn Wissen, Lernen und so weiter, Wissenstransfer, das hängt ja alles sehr eng zusammen. Das heißt, die Kollegen kümmern sich dort spezieller um alles, was Training betrifft und gucken auch, dass wir die neuesten Methoden immer anbieten können. Also da sind wir jetzt dabei, da läuft ein Projekt, was sich um ein Learning Portal kümmert, Community-Based Learning, das sind also Schlagworte, die ich jetzt einfach mal hier erwähne. Virtual Classroom soll möglich sein, E-University, also wir versuchen auch dort Open-Online-Content, also bestimmte Sachen, die einfach außen verfügbar sind, müssen wir nicht selbst als Training bereitstellen. Die kann man einfach von außen beziehen. Gamification beim Lernen ist ein Schlagwort. BoschTube ist dabei zu entstehen, dass einfach auch User-Generated Content schnell erstellt werden kann und abgelegt werden kann. Managed, ja genau, managed. Das war die Frage, was heißt das managed bei BoschTube? Es wird gemanagt sein, weil natürlich der Inhalt auch gewissen Unternehmensrichtlinien wieder, also man kann nicht einfach alles einstellen. Man muss ein bisschen ein Auge drauf haben. Manche Sachen widersprechen vielleicht einfach den guten Sitten und so weiter. Da muss man ein bisschen drauf achten. Aber im Grunde soll das möglichst frei sein, sodass möglichst viel Inhalt schnell erstellt werden kann und dann auch auf den noch zugegriffen werden kann. Hier noch ein paar Zahlen. Da war vorhin die Frage, wie sieht es eigentlich aus? Also wir haben jetzt so 5400 Begriffe in den Bosch Topic Areas. Wir haben in der Social Collaboration Plattform jetzt mehr als 211 Bio-Communities. Also insgesamt gibt es natürlich, ich glaube, das waren mal 30.000 Communities. Aber 211, die speziell, sagen wir mal, Bio-Communities sind. In unserer Main-Community sind jetzt 17.000 Mitglieder drin und Follower. Hier nochmal, wir haben ungefähr 3.100 Experten, die sichtbar sind als Bio-Experten. In der Community haben wir 900 Follower. Ja, und hier noch ein paar Zahlen.
46.000 Besuche in den letzten 12 Jahren, in den letzten 12 Monaten, Entschuldigung, in der Beomain Community, ja, mehr als 14.800 Leser des populärsten Artikels da, der populärsten Wiki-Seite, About Experts heißt die. Und ja, der populärste Blog, den wir gestellt haben, da sind mehr als 5.000 Visits gewesen, mehr als 5.000 Besucher auf der Seite. Das war, als wir das dieses Beo-Expert-Label eingeführt haben, dieses blaue Label, was Sie vorhin gesehen haben. Das läuft alles innerhalb vom Bosch-Netzwerk. Also Sie haben keinen Außenkontakt. Es kann niemand von außen reingucken und auch sich nicht irgendwie ein Blog oder sowas sich irgendwie beteiligen. Genau. In dem Netzwerk nicht. Es gibt Möglichkeiten, Communities aufzusetzen, wo auch externe Leute, also Mitglied sein können. Das gibt's. Aber hier sprechen wir jetzt nur von dem, was intern möglich ist. Ja. Moment, das muss ich gerade nochmal hervorholen. Woher wissen die Mitarbeiter, in welcher Quelle sie Informationen suchen und finden können? Video, externe Quellen, Community. Über alles soll natürlich dann die Enterprise Search die Suchmöglichkeit bieten. Das heißt, wir versuchen also immer bei allem, was dazukommt, bei allem Neuen, was dazukommt, das so hinzuzufügen, dass Enterprise Search das Ganze auch durchsuchen kann. Also einen Begriff eingebe und dann sehe, okay, es gibt Videos dazu, es gibt Experten dazu, es gibt Berichte dazu und so weiter, sodass ich alles sehe, was es zu dem Thema gibt. Und damit bin ich eigentlich auch am Ende des Vortrags. Vielen Dank. Und ja, also Robert Bosch hat es damals schon gewusst, also in einem großen, gut geführten Unternehmen kann eigentlich niemand sagen, ich habe das und das gemacht, sondern das sind immer mehrere Leute, die da beteiligt waren. Und in so einer Firma stützt sich einer auf den anderen. Vielen Dank soweit. Und jetzt bin ich bereit für Fragen. Genau. Herzlichen Dank, Herr Edmeier. Ich will jetzt doch noch mal kurz sagen, wer ich bin. Ich habe einfach so reingequasselt. Mein Name ist Ulrike Barral. Ich bin hier die Geschäftsführerin von der BEO Gesellschaft für Sprachen und Technologie. Eben nicht zu verwechseln mit der BEO von Bosch in dem Fall. Ich denke, wir machen jetzt auch das so, dass wir den Chat tatsächlich sehen. Genau. Und dann darf ich Sie jetzt einfach bitten, egal ob hier im Raum oder eben auch virtuell, doch Ihre Fragen an Herrn Edmeier zu stellen. Ich lese es einfach nochmal vor. Was waren wichtige Gründe für die Entwicklungsschritte seit 1996? Genau, also der Herr Meier weiß da was. Mit der Gründung von den Kompetenznetzwerken damals war einfach so, dass sich Werke zusammengesetzt haben, zusammen mit der Zentrale, mit der zentralen Montageentwicklung, die gesagt haben, wir haben dieselben Probleme in der Fertigung, lass uns mal drüber reden. Und dann ist dieser Austausch in Gang gekommen, man hat dann also sehr schnell angefangen, Arbeitsgruppen zu gründen, um die Probleme zu bearbeiten, und man hat angefangen, Listen zu führen, um Ansprechpartner zu finden für spezielle Probleme. Das ist so, sagen wir mal, der Kern, also ein, ja, Prozess aus den Mitarbeitern heraus. Es war also nicht getrieben von der Konzernspitze, vom Management. Das kam erst später hinzu. Dieser Bottom-up-Prozess hat sich etabliert, hat sich weiterentwickelt. Es kam ja dann später die Software-Technik hinzu. Es kam auch die Entwicklung dazu, Entwicklungsmethoden. Und man hat irgendwann erkannt, dass man keine drei getrennten Bereiche braucht, sondern ein großes Tool, sagen wir mal, wo man alles finden kann. Deswegen hat man das dann zusammengelegt, hat die Kompetenzbäume, die Taxonomien vereinigt und erweitert und letztendlich dann jetzt mit dem Weg zur agilen und zum agilen Unternehmen hat man halt die Notwendigkeit gesehen, also das nochmal zu erweitern auf Nicht-Technik und das über das ganze Unternehmen auszurollen. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Ja. Vielleicht kann ich noch mal kurz auf die Frage eingehen. Der Punkt war auch, es gab ja mehrere so Änderungen jetzt, gerade auf der zweiten Folie haben wir ja gesehen, das wurde dann am Schluss in die Kompetenz umgebaut. Man hat also das Wissensmanagement nicht mehr verwendet. Was waren denn da Gründe? Jetzt, das mit der Taxonomie kam ja auch erst, ist ja auch noch nicht so langfristig in Betrieb. Diese Schritte, die dazu geführt haben, die Erfahrungen, die dazu geführt haben, das würde mich vielleicht noch interessieren. Also die Taxonomie selbst, die gab es schon länger, aber dieser Umbau, diese Erweiterung, ja, das hat der Meier im Prinzip gesagt, das ist einfach diese Idee, als agiles Unternehmen zu funktionieren. Da braucht man einfach die Erweiterung
über die Technik hinaus zu den nicht technischen Themen. Und dieses Umbenennen in Kompetenz, das war einfach, um einfach da einen Schritt weiter zu gehen. Also dieses Fokussieren auf Wissensmanagement als alleiniges Modul, das hat nicht mehr funktioniert. Dann haben Leute, sagen wir mal, haben in Arbeitskreisen zusammengesetzt zum Thema Wissensmanagement, dann haben Leute zusammengesessen zum Thema Kompetenzmanagement, dann haben andere Leute woanders wieder zusammengesessen zum Thema Training und so weiter. Und das muss ja alles zusammen ineinander greifen. Und das hat man gesehen, dass es nicht mehr passt, wenn diese Leute da separat zusammensitzen. Und durch diese Umorganisation, sage ich mal, hat man natürlich auch so ein bisschen die Leute dazu gebracht, jetzt mehr zusammenzuarbeiten. Also wenn das so ungefähr Ihre Frage getroffen hat, dann würde ich mal gerade noch die beiden nächsten vorlesen, genau. Sonst fragen Sie nachher einfach nochmal. Da Connect auf Basis IBM Connections arbeitet, was nutzen Sie als Enterprise Search? Also das Enterprise Search basiert auf SharePoint. Die nächste Frage wäre, hängt die BEO auch mit der Bosch-Fachkarriere zusammen? Wenn ja, wie? Nein, das hängt damit nicht zusammen. Also BEO-Experte ist jetzt kein besonderer, sagen wir mal, Status in den Expertenorganisationen, wie es sie gibt in den Unternehmensbereichen. Das ist auch nicht gekoppelt an irgendwie an bestimmtes Gehalt oder bestimmte Stellenbeschreibung oder sowas. Das ist einfach selbst organisiert und die Motivation dort kommt einfach, wie soll ich sagen, durch die Reputation, die man dort bekommt, als BEO-Experte aufzutreten. Ich habe mal eine Frage, und zwar ein bisschen abseits von Ihrem Kerngebiet. Misst begreift Bosch auch noch im allgemeineren Sinne Wissensmanagement? Das heißt, werden da andere Bereiche gemisst? Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenzufriedenheit, das Wissen an sich gemessen und verglichen über die Jahre, also wie eine Art Datenbank oder Wissensmanagement-System. Ja, also ja, das gibt es auch, wobei wir das zentral jetzt nicht machen. Also grundsätzlich ist es so, dass, sagen wir mal, dass zum Thema Wissensmanagement jetzt nicht zentral was vorgegeben ist, wie das zu laufen hat oder so. Es gibt so gewisse Richtlinien, wie gesagt, das BES, das Bosch Product Engineering System, das gibt es. Da wollen wir einfach, dass die Sachen, die Methoden und so weiter, dass die angewendet werden auch. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Wissensmanagement in den Bereichen, wo es gemacht werden muss, dass dort selbst gestaltet wird. Also innerhalb dieses Rahmens, der vorgegeben wird. Und wir stellen halt bestimmte Tools zur Verfügung, können auch Dienstleistungen zur Verfügung stellen, also auch Beratung, wenn die Leute jetzt wissen wollen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine neue Abteilung für Systems Engineering aufgemacht. Was müssen wir jetzt beachten bezüglich Wissensmanagement oder so? Das könnte zum Beispiel eine Frage sein, mit der man an uns herantritt, und dann können wir da zusammen überlegen und das herausarbeiten, was da jetzt wichtig ist. Wie gesagt, und da spielen natürlich solche Sachen wie KPIs und so weiter. Also was bringt es letztendlich jetzt, was wir da aufbauen? Was gibt es für Ziele und so weiter? Das sind ja alles Sachen, über die man sich klar werden muss. Und das ist aber immer sehr speziell für den Bereich, der da gerade das Problem hat mit Wissensmanagement und da was verändern möchte. Also da gibt es nicht was über die ganze Firma geht oder so. Wo mussten Sie welche Erfahrungen sammeln, die zum jetzigen BEO-Ergebnis geführt haben? Gut, es ist, wie gesagt, das, was ich schon eben so angedeutet habe, dass man einfach gesehen hat, dass die Vernetzung einfach größer werden muss. Das hat letztendlich dazu geführt, dass dieses Wissensmanagement für sich nicht mehr als eigenständiges Modul, als eigenständiges Gebiet gesehen wird, sondern dass es erweitert wurde. Das heißt, das ist einmal eine Erfahrung, dass einfach die Vernetzung größer werden muss. Die Taxonomie, wir haben es eben schon erwähnt, die haben wir jetzt erweitert, einfach weil es benötigt wird und hilft, als agiles Unternehmen zu funktionieren. Ja, und immer wenn man sieht, denke ich, dass da Bereiche zusammenarbeiten sollten, die im Moment nicht so zusammenarbeiten, dann versucht man halt vielleicht organisatorisch da was
zu bewirken, sodass die Leute einfach sehen, also jetzt ist es besser, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch sehe in dem Fenster im Moment. Einfach hier ein bisschen hochscrollen. Ja. Oder so, genau. So. Messen Sie den Erfolg von BEO? Welche Metriken nutzen Sie hierzu? Jein. Also wir haben natürlich die Zahlen, die Sie eben gesehen haben, die Anzahl der Experten und so weiter. Wir haben auch, sagen wir mal, man kann auch einen Ablehnungsgrund eingeben bei der Expertenbenennung. Das hat uns auch mal interessiert, was eigentlich so Gründe sein könnten, warum jetzt jemand vielleicht nicht benannt wird als Experte. Da ist man bisher, also das ist verschwindend gering, was da passiert ist. Das kann man praktisch gar nicht auswerten. Und was wir im Moment nicht messen, weil es die Plattform nicht hergibt, also das Kontaktieren, also wie viele Kontakte kommen da zustande über BEO, da müsste man wirklich eine geschlossene Plattform haben und über die dann der Kontakt zustande kommt. Das haben wir aber nicht. Das ist also sehr offen. Wir stellen einfach diese Liste der Experten bereit und die Leute können sie irgendwie kontaktieren. Wir machen natürlich Umfragen, also versuchen so ein bisschen Gespür dafür zu kriegen, wie läuft es jetzt, wie gut ist es, wie wird es angenommen durch Umfragen, die wir machen und haben so ein Gefühl dafür, was da jetzt läuft. Aber das reicht nicht aus, um jetzt wirklich KPIs zu generieren, sage ich mal, über das Funktionieren von BEO. Bis auf die Zahlen, die ich eben erwähnt habe. Eine Frage war noch, Sie hatten erwähnt, dass der Experte 10% oder ähnlich für diese Aufgaben, dass dem Experten so viel eingeräumt werden sollte. Gibt es bei Bosch Anreizsysteme für diese Expertenrolle, wie Wissenszielvereinbarung und so weiter? Ja, gibt es, kann man vereinbaren, wobei wir da nichts vorgeben. Es gibt, also das wissen wir durch die Umfragen zum Beispiel, das hängt natürlich sehr mit den Vorgesetzten auch zusammen, wie gut es angesehen ist, BEO-Experte zu sein. Es gibt aber durchaus die Vorgesetzten, die das fördern und auch diese Ziele mit den Mitarbeitern vereinbaren, zum Beispiel BEO-Experte zu sein. Wir sind da aber nicht involviert. Und auch bei den Wissenszielvereinbarungen für Bereiche, für Abteilungen und so weiter, sind wir auch nur, wenn man uns anfragt, involviert. Deswegen haben wir keinen generellen Überblick darüber. Aber prinzipiell gibt es das, ja. Ja, Sie erwähnten Suchfunktionen, um Mitarbeiter zu identifizieren, die sich nicht selbst als Experten benannt haben. Wie steht Ihr Betriebsrat dazu? Was empfehlen Sie zu beachten? Ja, da sind wir noch dabei. Wir sind gerade dabei, die Meinung einzuholen. Am 5. Dezember habe ich ein Treffen mit dem Betriebsrat. Da wollten wir das mal thematisieren. Also danach könnte ich Ihnen mehr sagen. Wobei das gerade am Entstehen ist. Es gibt schon in kleineren Bereichen, da haben die Leute gesagt, wir wollen das jetzt aber irgendwie schnell haben. Da gibt es schon so im kleinen Umfang Anwendungen dafür. Das ist aber auch ohne Betriebsrat geschehen bisher. Also wenn wir das jetzt Boschweit zentral nutzen wollen, dann müssen wir uns da schon drum kümmern. Aber wie gesagt, da gibt's noch, da haben wir noch keine Meinung eingeholt jetzt vom Betriebsrat. Wir arbeiten aber natürlich zusammen und jetzt Anfang Dezember habe ich das erste Treffen dazu. Wie erfährt ein neuer Mitarbeiter von Bosch, dass es BEO gibt? Ist das so im Einstiegspaket dabei oder ja, machen Sie das? Ja, genau. Also das ist eigentlich in Schulungen und Seminaren, die für neue Mitarbeiter bestimmt sind, ist es eigentlich mit enthalten. Ja. Da gibt es so einen ersten Workshop sozusagen für alle Mitarbeiter, die neu sind bei Bosch, wo das vorgestellt wird. Das wechselt auch hin und her. Im Moment sind wir aber wieder da drin, glaube ich. Das war mal rausgefallen zugunsten von anderen Sachen und jetzt sind wir aber wieder drin. Und wir versuchen natürlich selbst Marketing zu machen und so weiter und das an jeden heranzutragen. Ist auch Inhalt von speziellen Managerschulungen. Spüren Ihre Kunden schon was von dieser Agilität? Ja, ich denke schon. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, wo das schon praktiziert wird. Agiles Projektmanagement und so, das gibt es also schon länger, das ist ja nicht so neu. Ja, also die Zusammenarbeit mit den Kunden ändert sich da natürlich auch und das merkt man schon, ja. Aber Kunden haben keine Möglichkeit, sich hier irgendwo in der Zusammenarbeit mit Ihnen, Sie entwickeln ja auch mit Kunden oder mit Partnern zusammen was, also das ist geschlossen, da nehmen Sie niemanden mit rein, der nicht
bei Bosch tatsächlich auch arbeitet und angestellt ist. Ja, also sag mal, prinzipiell geht es natürlich. Also was ich jetzt hier gezeigt habe, diese BEO-Experten und so weiter, die sind intern. Aber dieses Arbeiten als agiles Unternehmen, das ist natürlich so wie es sein muss, mit den Kunden zusammen, das ist natürlich möglich, ja. Ja. Es gibt auch extra Bereiche mit speziellen Gebieten, wo man dann gemeinsame Wissensbasis pflegt, auch mit genau, Kunden. Genau, also wie gesagt, das jetzt unmittelbar mit der Mühe was zu tun, dann ja. Das IBM Connections bietet die Möglichkeit, mit externen Leuten zusammenzuarbeiten, da genauso Communities zu haben, genauso Wikis zu erstellen, genauso Dokumente abzulegen. Und das machen wir auch. Ja. Was passiert, wenn jetzt einer als Experte vorgeschlagen wird und es gar nicht möchte? Dann kann er das ablehnen. Also ist es für einen Experten ist es notwendig, dass sowohl der Experte wie auch der Vorgesetzte zustimmt. Mhm. Gibt einer keine Zustimmung, dann wird auch dieser Eintrag nicht veröffentlicht. Mhm. Also der Experte ist selbstbestimmt. Er kann auch sagen, jetzt nach einem Jahr, ich möchte das nicht mehr, dann kann er auch selbstständig auf den Knopf drücken und dann ist er draußen. Mhm. Ohne dass jetzt der Vorgesetzte da intervenieren könnte. Mhm. Das hat aber auch keine Nachteile für ihn. Nö. Also da hängt ja nichts Monetäres dabei. Mhm. Es ist ja eine sehr sensible Geschichte. Was passiert, wenn Sie einen Experten haben, der, sagen wir mal, eben sich doch nicht unbedingt als Experte dann rausstellt? Gibt es so einen Fall? Wie gehen Sie damit um? Okay, das ist mir so nicht bekannt, so ein Fall. Ja, ich denke, dass das... Also da können wir jetzt nichts eintragen in der Datenbank oder so. Ne? Da haben wir jetzt keine Möglichkeiten, dass die Leute irgendwie Likes kriegen oder irgendwie sowas. Das geht nicht. Das muss ich einfach rumsprechen dann. Ne? Da also wir nicht. Es wird dadurch, dass der Vorgesetzte bestätigen muss, dass derjenige die Expertise hat, ist das eigentlich sinnvollständig. Also wir wollen ja ein gewisses Qualitätsniveau erreichen. Dadurch soll also der Vorgesetzte muss zustimmen und der Vorgesetzte sollte eigentlich schon wissen, was derjenige kann. Wenn jetzt ich sag mal, es gibt ja auch nicht ganz so seriöse Vorgänge in den Unternehmen. Das heißt, es kann ja passieren, dass ein Mitarbeiter beauftragt wird, schauen wir mal nach einem bestimmten Experten bei Bosch. Ich suche einen und gib mir mal den Namen und dann reden wir mal. Das ist Social Engineering. Ja, gut, also oder Headhunter. Diese Problematik haben wir eigentlich auch schon seit 20 Jahren. Das ist auch immer wieder diskutiert. Aber sagen wir mal, wir als Bosch sind natürlich da bemüht, dass wir, sagen wir mal, den Gesetzen entsprechen. Und also gegen Missbrauch können wir uns nicht schützen. Und das sagen ja auch, sagen wir mal, also den vorgesetzten Experten, wir können uns nicht vor Missbrauch schützen. Das ist natürlich, sagen wir mal, ich kann natürlich über Suchlisten erstellen. Ja. Klar, wenn irgendwo was veröffentlicht, auch intern. Ist es immer möglich, über die Qualität oder den Aufwand, den man da treiben muss, um jetzt eine sinnvolle Datenbasis zu erstellen? Das ist schon eine andere Frage. Wir können natürlich von unserem System her solche Listen erstellen. Mhm. Es gibt auch Koordinatoren in den einzelnen Bereichen, die solche Listen bekommen, um die Koordination ihrer Experten durchzuführen. Also es gibt Unternehmensbereiche, die machen das sehr systematisch. Da wird also jährlich abgefragt. Bitte nennt uns die Experten pro Abteilung. Mhm. Es gibt andere Bereiche, die machen das eher so intuitiv. Da ist es unsystematisch. Aber also solche Listen gibt es. Das können wir als Administratoren auch generieren. Aber sagen wir mal, für jemanden, der sucht, sinnvolle Listen zu generieren, ist relativ schwierig. Mhm. Wenn wir das wissen müssen, ja. Also Gesamtlisten sowieso nicht, weil das einfach die Suchmaschine oder hinterher gibt es dann sinnvoll aufzubereiten in Excel zum Beispiel. Wenn interne Stellen besetzt werden müssen mit einer bestimmten Mitarbeiter mit einer speziellen Expertise, wenn er offiziell ausgeschrieben und das läuft jetzt gar nicht. So ist es doch immer noch, gell? Ja. Ja, gut, und da haben wir eine interne auch noch eine Stellenbörse, wo das dann intern ausgeschrieben wird, die Stelle. Ja, intern. Und dann also nochmal zusätzlich zu unserer Funktion, aber das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir wollen ja das Wissen transparent machen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie Stellen schon. Haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass das in den letzten Jahren dann immer mehr zugenommen hat? Also dass da die Beteiligung, Vorschlagswesen, also dass Vorschläge immer mehr reinkommen, dass da immer mehr Engagement entsteht? Oder ist es ein Prozess, der sich einfach jetzt so eingependelt hat und jetzt einfach läuft und gleich bleibt? Also wir hatten in den vergangenen Jahren so einen Zuwachs von etwa 10% an Experten jedes Jahr.
Zurzeit haben wir ein kleines Plateau. Also jetzt, mit der Erweiterung hoffen wir, dass wir noch mehr Experten dazu bekommen aus anderen nicht technischen Bereichen. Aber jetzt im Augenblick haben wir so etwa eine Durchsättigung von etwa 5%. 5% der Entwickler sind Experten nochmal herausgehoben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Grenze ist. Also wir sagen, also 10% wäre so mal eine Nummer, die wir vielleicht anstreben. Aber im Augenblick, ja, gibt es ein Plateau sozusagen. Also wir sind bei knapp über 3000. Da gehen natürlich auch, also wir haben ja natürlich Fluktuationen. Ne? Also wir haben Experten, die verlassen Bosch, sei es auf Alterskunden, sei es, dass sie wechseln. Es gibt auch Experten, die intern wechseln und dann also nicht mehr ihre Expertise weiter vertreten, weil sie neue Aufgaben bekommen. Also wir haben immer Fluktuationen, aber zurzeit sind wir bei 3100 etwa stabil. Muss man sehen, also der Prozess ist immer so in Wellen. Es kann natürlich sein, es kommen Unternehmensbereiche auf uns zu und sagen, wir wollen das jetzt systematisch angehen, weil wir auf dem Change sind Richtung agile Strukturen. Wir brauchen das. Dann kommen wir wieder ins Fahrwasser rein mit dem Anstieg. Können Sie was dazu sagen, wie viel an Kommunikation schriftlich und mündlich erfolgt? Nee, das wird auch nicht wirklich getrackt. Nee, sondern da, wie gesagt, wir haben da keine Plattform, über die der Kontakt dann passiert. Okay. Das kriegen wir nicht mit. Das und auch die sprachliche, wenn Sie von 3000 Leuten sprechen, dann haben Sie sicher auch Leute dabei, die genau wie andere Sprachen sprechen. Ja. Lassen Sie Sachen automatisch übersetzen oder sowas? Haben Sie da was? Also die Einträge werden also in Englisch gefordert, mindestens Englisch. Man kann natürlich auch noch, sagen wir mal, Deutsch oder seine Muttersprache dazustellen als Option. Die Kommunikation an sich, also in Bosch Connect gibt es automatische Übersetzungsfunktionen, dass man also einen Blog-Eintrag automatisch übersetzen kann. Über die Qualität kann man streiten, aber wir haben da Tools dazu, die jetzt, da können wir zumindest der Spur nachfolgen, um was es geht. Oder Nebensprache ist Deutsch und Englisch, wenn es international ist, ist Englisch bevorzugt und die Hauptkommunikation läuft auch auf Englisch. Natürlich, sagen wir mal, ist der Bosch sehr deutschlastig, weil er ja einen sehr großen Anteil der Mitarbeiter in Deutschland hat. Und da wird auch Deutsch kommuniziert. Also das ist auch sowas. Sagen wir mal, viele Arbeitsgruppen haben als Sprache, wenn sie sind, ohne ausländische Beteiligung, natürlich die Deutsche, weil man einfach, sagen wir mal, von der Übermittlung von Informationen her einfach schneller ist, wie wenn man da erstmal noch in einer anderen Sprache unterwegs ist. Mhm. Die Frage nochmal, müsste ich nochmal wiederholen, die persönlichen Kontakte und die Kontakte, die über die Plattform laufen, über das Connect, Sie haben ja, monitoren ja wahrscheinlich auch, wie oft Arbeitskreissitzungen stattfinden, also Community sind die also face-to-face sind. Ja. Das gäbe unter Umständen einen Aufschluss, was face-to-face und was über die Plattform passiert. Ja, das ist sehr heterogen. Also wir haben Arbeitsgruppen, die treffen sich alle 5 Jahre, weil es das Projekt oder das Thema nicht öfters hergibt. Also wenn es zum Standard geht, der nur alle 5 Jahre bearbeitet werden muss. Wir haben Arbeitsgruppen, die haben tatsächlich monatliche Treffen und solche Austauschrunden, so Art wie Kolloquien, wo dann einer mal ein Thema vorstellt. In der Regel treffen sich die Arbeitsgruppen zweimal im Jahr. Aber es gibt natürlich alle Facetten. Ja, wir hatten noch ein paar Chatfragen. Was war die nächste? Zeigen Sie auch Kompetenzen der Mitarbeiter an, die nicht direkt mit dem Job zusammenhängen? Zum Beispiel, jemand ist Experte im Engineering, hat aber auch eine Ausweiterbildung als Moderator. Ja, genau, also das kann man genauso eintragen. Also Moderationserfahrung, Moderationswissen, das ist genauso vorgesehen. Da gibt es aber noch Moderationspools, also nochmal, sagen wir mal, pro Bereich eigene Organisationen, die Moderatoren, also Leute, die Moderatorenausbildung in einem Pool sammeln, die dann zur Verfügung steht, dann für interne Workshops. Das sind nochmal andere Organisationsformen. Also wir haben jetzt mit als BO-Experten nichts zu tun. Genau, es gibt aber auch Leute, die Expertisen eintragen, die sie eigentlich privat erworben haben sozusagen. Und ja, also was weiß ich, zum Beispiel jemand als Drohnenexperte, das hatten wir mal den Fall, ne? Die in einem anderen Bereich arbeiten und sich aber gut auskennen. Und das, wenn sie das der Firma zur Verfügung stellen, dann ist das ja wunderbar. Ja, eine Frage ist noch, gibt es Regionen, Länder, in denen die Teilnahme signifikant intensiver oder sparsamer ist? Ja, haben wir einen Überblick? Ist natürlich deutschlandlastig. Deutschland. Also wir haben ja über 100.000 Mitarbeiter in Deutschland allein, die anderen weltweit verteilt. Der Hauptentwicklungsstandort ist natürlich auch im Fokus Deutschland.
Aber natürlich, wir haben auch weltweit aus den verschiedensten Ecken Leute, Experten benannt und auch, sagen wir mal, Leute, die jetzt an diesen Arbeitsgruppen teilnehmen. Also man kann das natürlich jetzt auf Europa zentrieren, aber wir haben sehr stark Indien zum Beispiel. Wir haben auch viele in den USA. Es gibt eine große Gruppe in Brasilien, Australien. Also man kann einmal den Globus umrunden, also man findet überall einen. Eine Frage ist noch, die reingekommen ist. Gibt es auch Online-Workshops oder Qualitätszirkel? Ja, ich weiß es nicht, inwiefern Sie das mit BEO im Zusammenhang meinen. Ja, gibt es natürlich genauso. Also per Skype kann man genauso Sachen durchführen. Gut, einen richtigen Workshop würde man wahrscheinlich schon face-to-face machen. Aber es gibt viel, viel Zusammenarbeit per Skype, also online. Und ja, zu Qualitätsthemen gibt es genauso es gibt Austausch. Auch Web-based Trainings, das angeboten wird zentral. Es gibt auch einige Web-based Training, die man also einmal im Jahr durchgeführt haben muss, also die in der Zielvereinbarung drin sind, also wie zum Beispiel Compliance ist ein Thema. Ne? Das muss jeder Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr machen. Also Wiederholschulung. Also sowas wird dann zentral zur Verfügung gestellt. Also es gibt Webinare, es gibt Online-Seminare, es gibt natürlich Face-to-Face-Seminare, es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Fortbildungsmöglichkeiten, die wo dann sowohl, also innerhalb der Arbeitszeit, wir bieten auch Fortbildungen an außerhalb der Arbeitszeit, also zu eher anderen Themen. Es gibt auch Sportgruppen zum Beispiel bei Bosch, die sich mit dem bilden. Wir haben die Oldtimer-Schrauber, die sich mit alten Fahrzeugen beschäftigen. Also es ist ein ganz, ganz vielfältiges Fortbildungs- oder ja, Bildungsangebot vorhanden. Genau, Austausch der Experten untereinander zum Beispiel steht hier. Also natürlich, ja, natürlich tauschen sich die Experten in ihren Netzwerken aus. Also da gibt es ja das, was wir vorhin gezeigt haben, auf der Social Collaboration Plattform, die Möglichkeit, Communities zu bilden. Ja, die sind alle in Netzwerken drin und tauschen sich da auch aus, ja. Aber das kriegen wir ja nicht alles mit. Präsentieren die Experten ihre Ergebnisse auch? Ja, zum Beispiel in Kamingesprächen. Ja, also solche Sachen gibt es. Das ist aber nicht speziell auf BEO beschränkt oder so. Also das ist allgemein, diese Möglichkeit gibt es. Genau, wie du gesagt hast, Think-Tank-Talks, also das sind einfach Vorträge, die sie halten können, die dann Bosch-weit gestreamt werden, über irgendwelche Aktivitäten, Ergebnisse und so weiter. Ja, das gibt es auch. Wie sieht eigentlich die Administration von dem Video aus? Wie viele Menschen kümmern sich nur darum, dass dieses ganze Skalensystem funktioniert? Zwei, ja. Das ist aber nicht viel. Das ist ein Mensch. Also das ist ein riesiges Ding, was Sie da. Ja, die Leute tragen sich ja selbst ein. Ne? Wir müssen nur gucken, dass es funktioniert und ja, kein Wildwuchs entsteht und so weiter. Mhm. Aber ansonsten trägt sich das schon einigermaßen selbst. Mhm. Also ein Teil der Bosch-Kultur, der einfach sich etabliert hat und wo die Regeln einfach auch mehr und mehr klar sind, wie es funktioniert. Ja, genau. Wenn diese Arbeitskasse immer noch oder Community diesen Nebeneffekt, wenn die Leute sich bereichsübergreifend dann kennenlernen, dann entstehen ja sozusagen, ich sage immer, Fachfreundschaften. Und in solchen Fachfreundschaften ist natürlich Business-Austausch viel leichtgängiger, als wenn man das nur über die Bank Plattform macht. Mal gesehen. Das war, glaube ich mal, ich weiß nicht, wie das heute ist. Es gibt immer noch so, also die einzelnen Bereiche, also es gibt auch, sagen wir mal, große Veranstaltungen, die jetzt von solchen Arbeitsgruppen initiiert werden zu irgendwelchen Themen, dass man mal ein Kolloquium macht, das tatsächlich weltweit aufgestellt ist, dass da weltweit die Experten dann zum Beispiel nach Renningen kommen und dann zwei Tage über ihre Themen diskutieren. Das kann schon sein. Oder dass jetzt, sagen wir mal, die zentrale Forschung ein Kolloquium zu einem Thema macht, Robotics oder was auch immer, und da die ganzen Leute zusammenzieht, Interessierte aus allen Geschäftsbereichen, um diesen Austausch zu fördern. Ja, genau. Also ich kann noch mal eine Chatfrage vorlesen. Was waren die größten Herausforderungen, Konfliktpotenziale bei der Einführung BEO?
Ja, das hat sich ja so nach und nach also dadurch, dass es ein Bottom-up-Prozess ist, sagen wir mal, von der Belegschaft getrieben und auch akzeptiert. Das Management findet es eigentlich auch gut. Sagen wir mal, aus meiner Erfahrung ist immer die problematische Gruppe das mittlere Management gewesen. Also sagen wir mal Gruppenleiterebene, Abteilungsleiterebene, weil die dann immer Angst hatten um ihre guten Köpfe, sage ich mal. Ja. Wir haben ja auch vorher gesehen, es ist ja notwendig oder wir wollen, dass eine gewisse Kapazität dem Experten zur Verfügung gestellt wird, damit er in eigener Regie agieren kann, ohne jedes Mal zu seinem Chef rennen zu müssen, um zu fragen, darf ich jetzt mit dem eine halbe Stunde zu telefonieren. Und diese Zeit, diese Kapazität wird oft als Hürde angesehen. Sagen wir mal, von den Leuten, die operativ arbeiten, im höheren Management ist es dann wird es eher weggefischt. Aber die Leute, die sich um ihre Kostenstelle bemühen müssen, die sich um Kundenaufträge bemühen müssen, um, sagen wir mal, dass das Projekt fertig wird, dass der Kunde zufrieden ist, die haben da also, sagen wir mal, eine Hemmschwelle dagegen. Das ist, sagen wir mal, die einzige Hürde, die jetzt da, die mir jetzt bekannt ist, die signifikant einschlägt. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt diese Social Collaboration Plattform eingeführt seit 2013 angefangen, also offiziell ausgerollt. 2012 lief der Pilot, wo wir auch beteiligt waren. Seitdem hat sich auch die Kultur ein bisschen gewandelt. Ne? Also Bosch Connect, Zusammenarbeit, das, was man draußen privat macht mit, sagen wir mal, Facebook, LinkedIn oder sowas, das macht man jetzt auch intern mit dem Unterschied, dass man hier immer mit Klarnamen sichtbar ist. Also auch ein, also und die Leute kommen schon ein bisschen mehr dahin und es ist auch mittlerweile oder es wird vom Management akzeptiert und gewollt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man in diese Social Collaboration Plattform hineinschaut, was gibt es Neues, was macht der andere, kann ich mit dem in Austausch treten, kann ich von dem was lernen, kann ich was mitnehmen von meiner Arbeit. Also von daher ist da ein gewisser Kulturwandel angebrochen. Er ist aber noch nicht ganz vollzogen. Also es wird auch beim Bosch noch eine Weile dauern, bis dieser Kulturwandel hin zur agilen Social Collaboration Firma hin wirklich in allen Bereichen durchgedrungen ist. Wir haben die 10% angesprochen. Da gibt es aber jetzt bei der Bewertung oder Beurteilung der Führungskräfte jetzt kein Regulativ, dass das jetzt irgendwie neutralisiert. Die haben gesagt, es ist eh kein wirkliches Problem, aber man kann es ja auch unterstützen, in dem Sinne, dass das im Prinzip ein Faktor ist, Zahl der Verbindungen in andere Unternehmen oder also Unternehmenseinheiten oder sonst irgendwie was, wo man sagt, okay, 10% wird für andere Arbeiten, sinnvolle Arbeiten eingesetzt. Das stört mich aber in meiner Bewertung als Vorgesetzter jetzt nicht, weil ich dadurch Pluspunkte in irgendeinem anderen Bewertungskriterium bekomme. So weit geht es dann noch nicht. Also wenn die Leute festgestellt haben, dass sie einen Vorteil dadurch haben, dass sie sich austauschen, dann läuft das. Das sind die Experten, also, die sagen, ja, okay, ich habe meine Relation bekannt, aber als Vorgesetzter sage ich, okay, also das ist der Vorgesetzte, der auch noch bekannt hat. Wenn der Vorgesetzte erkannt hat, dass der Austausch wichtig ist, ja. Dass derjenige, also es lernt ja nicht nur derjenige, der eine Frage beantwortet, der eine Frage gestellt hat, lernt er das, sondern auch der andere, dadurch, dass die Frage gestellt wird. Also wir nennen das fairer Wissenshandel. Und dadurch, wenn das der Vorgesetzte erkannt hat, ist das gar kein Problem. Natürlich, sagen wir mal, die Leute, die jetzt wirklich unter Kundendruck stehen, haben da vielleicht eher Schwierigkeiten als Leute, sagen wir mal, die da ein bisschen lockerer aufgestürzt. Wobei das vom Zeitbudget wahrscheinlich sich eh reguliert, wenn ich ein stressiges Projekt habe, Freitagabend muss es fertig sein oder sowas, dann ist klar, dass ich die Frage wahrscheinlich erst am Montag oder ein paar Tage später beantworten kann. Das liegt immer in der Verantwortung des Experten. Ja, aber sieht er selber, was hat er denn für Aufgaben und er kann auch entscheiden, derjenige, der anfragt, der hat keine Rechte, eine Antwort zu bekommen. Ja. Oder also der Experte entscheidet, ich kann es oder ich kann es nicht, oder ich reiche die Aufgabe, die Frage weiter. Also die haben ja auch jeder Experte hat sein Netzwerk, dann wird er zu demjenigen sagen, dann frag doch mal den, oder ich habe jetzt leider keine Zeit, oder wir können uns in der Woche nochmal unterhalten. Also das ist schon so. Naja, vielleicht gibt es eigentlich noch diese Firma, die diese nutzenorientierte Wirtschaftlichkeitsschätzung macht, aus Aachen. Haben Sie das wieder mal benutzt? Das haben wir jetzt nicht mehr benutzt. Ich war aber neulich, also vor ein paar Monaten, auf einem Workshop
wo das gemacht wurde, mhm. war ich dabei. Ja. Ja, das hat man mal gemacht mhm. mit so einem Arbeitskreis und da kam eben ein Ergebnis raus. Das passt in die Frage, warum habe ich als Vorgesetzter Angst, dass der Experte 10% seiner Arbeitszeit oder 5%, maximal 10%, mhm. kann ich mal dafür zubringen. Und dann haben wir mal eben nachgewiesen, dass der Leverage von solchen Arbeitskreisen doch in einstellige Größenordnungen geht und nicht nur wie der Gewinn 6% beträgt, sondern eher, also für den speziellen Arbeitskreis kann der Faktor 8 haben. Und das hat natürlich dann, wenn das so ist, dann hat sich daran zu beteiligen einen viel größeren Effekt auf den, ja, auf den Ertrag im wesentlichen Sinne oder auf ein positives Ergebnis oder auf die Vermeidung von Fehlern, als das bisschen Expertenverlust, was der Mann Experte macht, vielleicht für einen anderen Bereich macht. Das war damals sehr überzeugend im Management-Fehler. Ja, das glaube ich ja. Auch wenn man das wahrscheinlich dann so kritisiert, weil ja, kann man ja wahrscheinlich gar nicht so eins zu eins messen oder so. Ja, aber man hat zumindest mal einen Anker. Ja, sagt, das ist ein ganz, darüber kann man diskutieren, ganz gutes Verfahren, weil das einfach aus Prozessen aus der Vergangenheit, wo man das Ergebnis kennt, sozusagen zukünftige Handlungen oder Aktionen oder Projekte oder irgendwas beurteilt mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad und daraus dann Schlussfolgerungen in die Effekte zum Punkt vielleicht. Ja. Da, die kann man ansprechen und ich weiß nicht, wie heißen die nochmal? Das ist eine Frage. Wie bitte? Diese Firma? Nee, das ist ja die ja, das ist die RWTH Aachen. Ne? Also von der Uni. Von der Uni, ja. Die haben die Methode entwickelt, die haben eine eigene Firma, ja. die diese Methode dann als Dienstleistung. Ja. Die kann man bestellen, dann kommen die. Die machen das immer noch. Genau. Und dann ziehen die das durch. Ja. Gut, ich denke, wir sind schon relativ spät in der Zeit da. Es gibt noch eine Frage von Frau Berner. Genau, da war noch was. Wenn Sie vom Management sprechen, können diese auch im BO teilnehmen? Ja, klar, also teilnehmen kann jeder. Ich weiß nicht, ob Sie da eine spezielle Rolle dann meinen in BO, also die gibt es nicht. Also Experte kann im Prinzip jeder sein. Gut, dann übernehme ich jetzt einfach. Herzlichen Dank erstmal an Herrn Ebmeier und Herrn Meier? Genau. Ja, jawohl. Vielen Dank und tschüss. Danke auch. Tschüss.